Keiner bekommt alles. Keiner bekommt alles. Geschichten aus dem Leben gegriffen, dem geneigten Leser zum Besten gegeben, aus zwei Gesellschaftssystemen, mal heiter, mal ironisch, mal überraschend oder nur menschlich enttäuschend, lesen sich die Kurzgeschichten von Frank Schütze. Befragung bei der Staatssicherheit vergisst man nicht. Die Angst und die Ungewissheit, was erwartet mich dort, verursachen auch bei einem einfachen Studenten ein flaues Gefühl in der Magengegend. Kritische Haltungen zum Militärdienst in der DDR waren generell nicht erwünscht. Repressalien folgten dann in der Regel, wie der Autor selbst erleben musste. Der Leser erfährt auch, wie kompliziert das Arbeiten in dem Bereich der Agrochemie war und wie aufregend der erste Kuss sein kann. Es werden Charaktere gezeigt, wie sie bei den Menschen nun einmal vorkommen. Hass und Neid, Freude und Traurigkeit. Schön zu lesen und nachdenklich zugleich sind diese kleinen Geschichten. Keiner bekommt alles, aber Sie, wenn Sie das Buch erwerben, es lohnt sich. Herausgegeben vom Agroplan Verlag Zützen.